Wenn die reformierte Kirchengemeinde der Stadt Zofingen auf Reisen geht, ist ganz sicher schön Wetter. Organisiert vom Herrn Pfarrer Weber hat dieses Jahr die Altersausfahrt geführt von Zofingen nach Köliken, Aarau, Staffeleck, Frick, Wittnau, Gelterkinden, Sissach, Diegten, Eptigen auf den Oberpölchen. Die Filmchronik Zofingen dankt der reformierten Kirchengemeinde, besonders aber dem Herrn Pfarrer Weber, dass sie auch dieses Jahr wieder mitkommen durfte, um die schöne Ausfahrt im Bild und Ton festzuhalten.
Meine lieben Leute, darf ich euch geschwind unterbrechen beim Zvierinä. Ihr müsst nicht so pressieren, sonst sind ihr gar gleich fertig. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen hier auf dem Oberbaucher. Die Hälfte sitzt hier innen und die Hälfte sitzt im hinteren Saal. Und die hören jetzt auch, was ich hier sage. Darum habe ich so ein Kistchen hier auf der Brust. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen und ich hoffe, dass ihr gut gereist sind. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn Engel reisen, lacht der Himmel. Und wenn wir jetzt den Himmel anschauen, dann müssen wir sagen, dass, ich sage jetzt nicht mehr alle, ich sage jetzt, dass der alle Engel sind. Müsst ihr mal schauen, ob jemand Flügel hat, ob es wirklich richtige Engel sind. Ich will euch keine lange Rede haben. Ihr wollt jetzt lieber zu oben essen und wollt ein bisschen miteinander berichten. Das ist auch viel wichtiger, wenn ihr eine lange Rede anhört. Und ich will euch zum Voraus schon einen ganz guten Appetit wünschen. Ich glaube, sie haben uns hier auf dem Berg oben etwas Gutes zu Wett gemacht. Ich habe es noch nicht versucht, aber wenn ich euch zuschaue, habe ich das Gefühl, es sei gut. Und ich freue mich, wenn ihr mit rechtem Appetit esst. Dürfte ich vielleicht gerade noch, wenn ich schon am Reden bin, sagen, was man auch noch vielleicht muss sagen. Ich will zuerst noch danken. Danke den Automobilisten, die wieder mitgekommen sind und uns geführt haben. Ich möchte danken allen denen, die sonst mitgeholfen haben, das organisieren, besonders auch der Fräulein Dückerwin. Ich möchte auch der Stiftung fürs Alter danken, die für jedes von euch 4 Franken stiftet an die Reise. Vielleicht denkt ihr daran, wenn im nächsten Monat wieder die Haussammlung ist für Stiftung fürs Alter, dass die auch mithelfen. Und das ist schön, dass wir hier davon auch etwas haben und etwas überkommen. Und ich möchte einfach euch allen auch danken, dass ihr gekommen seid und dass ihr hoffentlich Freude habt. Ich habe gestern in der Zeitung geschrieben, wir hoffen natürlich auf einen sonnigen Septembertag und mehr kann man sich ja nicht wünschen. Ich möchte auch der Wirtschaft und dem Personal danken, dass sie zu uns schauen und uns hier aufgenommen haben, so gastlich, und uns alles so schön zu Wett gemacht haben. Es ist einem sofort ein bisschen wohler, wenn man das Gefühl hat, man ist neu willkommen und man ist gern, hat man neu herkommen dürfen. Ihr wisst, dass ich dann wieder die berühmten Schachteln aufstelle, gell? Sonst sind ihr dann wieder böse mit mir. Die, die gerne nachher noch ein bisschen spazieren und sich ein bisschen umschauen, die können das machen. Es ist ein herrlicher Platz hier oben, wo man ein bisschen in der Sonne stehen und ein bisschen über Land schauen kann. Und jetzt noch einmal einen guten Appetit. Die berichten ein bisschen miteinander berichten und einander ein bisschen erzählen. Und die Männer, die wissen ganz sicher, wenn sie das letzte Mal hier oben im Militärdienst waren. Aha, ja. Ist gut, wenn man eine Frau hat, die erinnert einem an das, was man vergisst. Das ist ja auf den Usus. Und das wisst ihr, dass ihr nachher noch einen Kaffee haben könnt. Die, die es mögen verleiden. Und Kuchen. Sie machen hier oben ganz wunderbare Kuchen. Ich habe ihn probiert, als ich hier war, zu bestellen. Mandelkuchen, glaube ich. Stimmt's? Wunderbar. Von dem dürfen wir auch ein Stück haben. Aber es ist wie immer, zahlen dürfen ihr nichts. So.